Sie! Ihr Mörder! Bei Herzen! Da kommen Sie! Feuer erwidern und vorrücken! Ich bin besser als ihr! Ist mir egal! Wir nehmen das Geld! Ungünstige Position, in der wir hier sitzen. Kleine Zusammenfassung. Wir haben gerade einen, naja, ein Völkermord war es nicht, aber einen doch Massenmord an Zivilisten begangen. Mit einer Kriegswaffe. Also mit einem Kriegsverbrechen im Endeffekt. Junge! Alter, ich hasse die Deckung, weil man aus der Deckung nicht vernünftig schießen kann. Ich stehe lieber ohne Deckung, aber ohne Deckung kann man halt nicht vernünftig steuern in diesem Spiel. Ist halt beides eher ungeil, muss ich dazu sagen. Also, dass Walker sagt, yo, sie werden dafür büßen, ist halt auch 10 von 10 dumm. Weil die ja legitim nichts mit dem gerade Geschehenen zu tun haben. Ich bin gerade ein bisschen, ja. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ich habe eben einen englischen Reddit-Beitrag dazu gelesen. Wo auch im Großen und Ganzen so drin stand, ja, das Spiel soll ja auch eigentlich eher so eine Gegenkrieg mobil machen. Wo ich mir, Alter, ich bin gerade komplett abwesend. Wo ich mir auch einfach nur denke, okay, ein Spiel gegen Krieg im Krieg. Weiß ich nicht, Digi, weiß ich nicht. Schwierig, schwierig. So, könnt ihr jetzt bitte nicht komplett dämlich vorgehen? Ich kann nicht rennen. Sind einfach beide am Boden, ey. Warum laufen die so weit vor? Das ist doch Bullshit, dass die beiden so weit vorlaufen. Das wollte ich übrigens nicht. Wohin läufst du, Bruder? Nee, du sollst schon den heilen hier. Auf die Beine, Soldat! Los, weiter! Ist er nur tot? Ich verstehe jetzt gerade nicht, waren nicht gerade wieder beide tot? Oder habe ich mich da getäuscht? Kann natürlich auch sein. Wir werfen mal eine Blindgranate da hoch. Ach, meine Fresse! So, meine Güte. Mich stellt sich jetzt gerade die Frage, ob Sie können nicht mehr weg. Erledigt sie.
Alter, weh, ich muss diese Sequenz nochmal machen. Die Action hier ist zum Kotzen. Ich meine, meine beiden Jungs laufen einfach stumpf rein, ja? Egal, was ich mache, ob ich denen sage, jo, bleib mal entspannt zurück oder... Ah, okay, perfekt. Oder nicht? Sie können nicht mehr weg. Keine Geheiminfos? Erledigt sie. Wir haben Kontakt. Ah, okay, das sind keine Geheiminfos, okay, gut. Scharfschütze, schwere Waffe. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt die schwere Waffe mitnehmen wollte. Das sind meine, ne? Ja. Ich muss zugeben, ich erkenne die gar nicht. Komm nicht aus der Deckung. Danke. Geh dahinter bitte. Kannst du... Danke. Könnt ihr ihn bitte abknallen? Ich glaube, ich habe noch selten mit einer UMP geschossen. Gut. Seht euch hier um. Vielleicht finden wir einen Hinweis, was hier eigentlich los ist. Karten, Vorräte, Munition. Sieht wie ein normaler Vorposten aus. Nein, oben muss noch mehr sein. Wieso bist du dir da so sicher? Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer als das draußen kann es kaum sein. Stimmt zu? Vorsicht, Lugo. Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön, Lugo. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Nein, wurden wir nicht. Wir hätten die einfach so kalt machen können, ohne Probleme. Aber das geht nicht. Leider. Also, dass er sich hier die ganze Zeit rausredet mit, ja, das ging nicht anders, hat, glaube ich, ja, entweder was damit zu tun, dass er ein bisschen durchdreht und einfach keine Schuld bei sich sieht, sehen möchte. Oder... natürlich daran, dass er das nicht verarbeiten könnte, wenn er zugeben würde, dass er Schuld daran hat, was da gerade passiert ist. Nämlich, dass er einen Haufen Zivilisten kalt gemacht hat, die er eigentlich retten soll. Ja, eins von beiden, schätze ich mal. Servus, es ist mir der Colonel Walker. Ich denke mal, er gibt jetzt die Schuld dem Radiosprecher. Macht euch bereit. Zum Geier. Phosphor, ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Wer weiß, dass wir hier sind? Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Ich hab's schon gesagt. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon.
Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Willkommen in Dubai. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radioman beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie? Was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Gehorche. Ja, ich gehorche, aber ich möchte erstmal gucken, ob hier irgendwo, Daten liegen. Ein Exempel statuieren, schön und gut. Man kann Deserteure ja auch einfach direkt stand richtig erschießen. Ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt. Halt mal kurz die Goschen, bitte. Jeder kennt so ein Mädchen, dessen Gesicht er am Ende auf alten Fotos geschwärzt hat. Für Conrad war dieses Mädchen Amerika. 50 Staaten, 50 Sterne, die ganze Nation geschwärzt. Keine Ahnung warum, vielleicht aus Zorn oder aus dem unsinnigen Versuch, ein Symbol zu erschaffen, wie auch immer. Seine Kommandoeinheit war anderer Meinung. Jeff Bowles, Ken Tabby, David Long. Sie haben ihrem Commander widersprochen, ihrem Freund. Und dafür ließ er sie fesseln und dann verbrennen. Was er wohl mit Menschen machte, die er hasste. Und genau das meine ich. Das hatte nichts mit dem Exempel zu tun, sondern das ist einfach ein Kriegsverbrechen. Ich glaube, Erschießung von Deserteuren ist kein Kriegsverbrechen. Da bin ich mir nicht sicher. Kann auch eins sein. Finde ich fein, weil fucking wehrlose Leute erschießen, schwierig. Aber ich glaube nicht. Es sind übrigens mehr als drei Namen, die er aufgezählt hat. Es sind fünf. Und es waren auch nur drei Marken, die er hatte. Naja, wie auch immer. Gut, wir gehorchen erstmal und seilen uns ab. Du hast den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung. Zusagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Beendet ist auch schön gesagt. Sieht so aus wie das Gebiet, in dem wir am Start waren. Die sind lebendig. Prognose? Nicht mehr lange. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. Fünf unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese zwei Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lass uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Okay. Ich gehe mal davon aus, ich kann nicht einfach... Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns... Okay, sie kopieren sowieso, habe ich erwartet. Würde mich interessieren, ob ich die ausschalten kann. Also ich denke, ja, ist okay. Ich kann die nicht ausschalten, bevor die nicht getötet worden sind, richtig? Wahrscheinlich nicht. Die Aufgabenstellung ist komplett dumm. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Moralisch zu entscheiden, einfach irgendjemanden davon zu erschießen, ist nicht richtig. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ist eine Gerichtsverhandlung gelaufen. Er. Zeit.
hat Wasser gestohlen. Ich muss jeden Tag solche er sollte ihn erschießen. Warum soll es Ihnen anders gehen? Hat die ganze Familie kalt gemacht. Sie wissen also doch noch, wem Sie gehorsam schulden. Gut, ich hätte Angst. Scheiße, das sind Feinde! Sie haben gehandelt. Das ist löblich. Muss nachladen. Sie würden gut hierher passen, Captain. Errungenschaft erhalten, Zwickmühle. Ja, und jetzt greift er mich wieder an, ne? Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich hab getan, was notwendig war. Ich hab uns am Leben gehalten. Kontrollpunkt erreicht, das war unerwartet. Wir haben uns nur verteidigt. Okay, jetzt dürfen wir doch wieder fighten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Au. Au. Ich würde sehr gerne bei meiner UMP bleiben, denn ich würde gerne ein paar Kills mit der machen. Ich habe 5-mal Blutspritzen sehen und da steht da einfach und interessiert ihn nicht. Okay, gut. Gut, muss er wissen, Bruder, muss er wissen. Jetzt wollen wir wieder an dieser Kackstelle, ne? Da hinten ist das FG. Ich muss nachladen. Au. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mit den Dingens zu machen. Mach doch, danke. Okay, die Waffe ist leer. Das ist schlecht. Dann tausche mal die gegen die. Hallo, danke. Schaltet den Gegner hinter dem Auto aus. Ich seh's, wenn er kommt, verkriecht euch. Leute, Luca, setz dich jetzt los. Und bleib liegen, verdammt. Mach doch. Danke, meine Güte, ey. Willst du da noch drauf gehen, Bruder? Klar, der Zug jetzt wieder runter. 200 Jahre lang nicht, jetzt ja. Eine Farmers. Sehe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal hier. Bisschen laut gerade.
Okay, also kein Fan vom Sandsturm, muss ich zugeben. Ich würde sagen, wir sehen uns hier im Sandsturm beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.